Ja, bitte. Hallo, ich habe im Internet gelesen, Ihre Anzeige, wo steht Huhn. Ich verkaufe Welpen, ja, bitte, ja. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ich will gern einen kaufen. Tut mir leid, aber an Kinder darf ich nicht verkaufen. Ich habe 1000 Euro dabei. Die Hunde sind hier an der Seite, komm mit. Normalerweise verkaufe ich natürlich nicht an Kinder. Wir Züchter haben da unseren Ehrenkodex. Aber ich glaube, du bist schon ein bisschen reifer und etwas weiter als die Kinder in deinem Alter, nicht wahr? Ich mag Toastbrot. Ja, genau. Da vorne sind die Welpen. Schau dich doch einfach mal um. Oh, wie süß! Nee, ey! Boah, wie süß, ey! Die Welpen sind hier. Hä? Aber das Schwein hier ist auch voll süß. Das ist aber leider nicht zu verkaufen. Darf ich ein Stück davon abbeißen? Du wolltest dir doch die Welpen angucken. Ich will das Schwein aber haben, ey. Ja, wie gesagt, das sind die Welpen hier. 6 Wochen alt, gute Qualität. Guck dich doch einfach mal ein bisschen um, beschnupper sie mal. Die riechen immer so schön. Urin. Mit beschnuppern meine ich, dass du sie mal ein bisschen kennenlernst. Hallo, ich bin Sandra. Ich gehe immer noch in die 3. Klasse, obwohl ich schon 16 bin. Die Antwort, sprechen die Deutsch? Ja, okay. Also, was meinst du? Ich will aber das Schwein. Nein, also du nimmst jetzt entweder einen Welpen oder du gehst. Ist ja gut, du Pferdegesicht. Wie ist das denn so, sagen wir mal, von der preislichen Klasse her? Ja, die Welpen sind 1A erzogen. Wurmkur bekommen sie gratis mit dazu, also... Preis! Der Preis! Weil du es bist, mache ich dir ein ganz besonderes Angebot, ja? Preis! Der Preis! 850 Euro. Nee, du hast mich falsch verstanden. Ich will nicht dein ganzes Haus kaufen. Ich will nur so einen Hund. Ja, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz seltene Rasse, weil du es bist 800. Und jetzt komm mir nicht mit der Hälfte oder so. Nee, ich will auch nicht die Hälfte. Ich will einen ganzen Hund. Dein Ernst? Wie, verkaufen halbe Hunde? Überleben die das denn? Tut mir leid, ich habe weder die Geduld noch die Buntstifte, dir das jetzt hier zu erklären, ja? Du zahlst jetzt entweder die 800 Euro oder... Papa, der Hund war schon wieder Liebe. Ja, dann guck weg. Es tut aber weh. Warte, ich komm. Lassen Sie sich Zeit. Komm weg hier, ey. Schweini, 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 Schweini. Ja, komm, Schweini, 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 Schweini. Schweini. Komm, Schweini, Schweini. Ja, komm. Vielleicht ja hier. Ziegens, ey. Habt ihr das Schwein gesehen? Where is the pig? Como esto la porca? Ja, versteht ihr keiner Deutsch oder was, ey? Wo ist denn dieses Schwein, ey? Ja. Was machst du denn hier? Schnitzeljagd. Schnitzeljagd? Pokémon Go. Guck mal, ein hässliches Pokémon. Was soll denn das jetzt? Ich kann dich irgendwie nicht fangen, ey. Hast du dich denn jetzt schon für einen Hund entschieden? Ich will das Schwein. Ja gut, dann komm mit. Also, du willst wirklich das Schwein haben? Ja. Du findest das Schwein tatsächlich süßer als die Hundewelpen? Ja. Und du hast wirklich genug Geld mit, um das Schwein auch zu bezahlen? Ja. Deine Eltern sind einverstanden mit dem Schwein? Ja. Wie viel Geld hast du denn mit? 8. 100? 8. 808? 808. Nur 8 Euro. Das gibt's nicht. Krieg das Schwein jetzt trotzdem? Weißt du was? Gib mir die 8 Euro, nimm das Schwein und sei glücklich. Lass mich dann einfach in Ruhe, ja? Schwein ist eh alt und stirbt bald. Geil, yeah, sexy baby, yeah. Danke, danke, danke. Ja, dann viel Spaß damit, ne? Ha, jetzt kann ich Ihnen ja sagen, ich habe sie voll über den Tisch gezogen. Ich hatte sogar 8,50 Euro dabei. Ha, Trottel. Ja, viel Spaß mit der Schweinegrippe. Komm, wir machen schweinische Sachen. Komm, wir machen schweinische Sachen zusammen, ja. Jo, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, dass wir hier drehen durften. Die Hunde vom Deichwind, die haben wir auch unsere Hündin Paula her. Also gute Empfehlung auf jeden Fall. Klickt unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr die Seite. Hat's dir Spaß gemacht? Ja. Ja, hast du auch sehr gut gemacht. Alles Gute euch, passt auf euch auf und wir sehen uns irgendwann wieder, ne? Tschüss!